das war wirklich gruselig. Ich dachte schon, ich müsste noch mal sterben. Danke, dass du diese Fanatiker vertrieben hast. Erbauer. Und danke, und dir danke ich auch. Du magst zwar spitze Öhrchen und komische, gruselige Augen haben, aber mit dem Kämpfen kennst du dich aus. Aber was genau bist du? Dich umgibt eine solch mächtige Aura der Zerstörung. Was meinst du damit? Ich bin einfach nur ich. Ja, er ist einfach nur der... Wir wissen ganz genau, wer er ist. Aber er weiß es nicht mehr. Tja, wenn du das sagst... Ihr seid mir beide eine große Hilfe gewesen. Oh Gott, ich schulde euch meine... was? Unleben. Leben? Wir schulden ihm... ich kann nicht mehr reden. Er schuldet uns sein Leben so. Ich mag nicht viel sein, aber ich will, dass ihr die hier bekommt. Kürbissamen. Warum haben die alle Samen? Was soll das? So, ihr müsst den Boden aufreißen, um an sie heranzukommen. Aber sie gehören ganz euch. Versprecht mir nur, sie in guten Boden zu pflanzen und jeden Tag zu gießen. Wenn du doch nur ein neues Gottesgewächs anbauen und ein Erntefest abhalten könntest. Dieses erredet und dann kommen diese komischen Töne. Das bringt mich voll durcheinander. Da würde ich vor lauter Glück diese Welt endgültig verlassen. Was? Lol. Genau das hast du vor und ich darf kommen und mitmachen, wenn du das machst? Ich bin so froh, ich könnte... Moment, ist das ein Trick? Willst du mich so glücklich machen, dass ich für immer verschwinde? Tut mir leid, ich bin nur paranoid. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Viel Glück bei deiner Mission und vergiss die Kürbissamen im Keller nicht. Ja. Du kannst reden? Ja. Manchmal. Nicht immer. Die Aufgabe hätten wir doch erledigt. Hier ist auch noch was. Besiege die Bogenwichte. Okay. Ganz schön kuschelig bei dir. Ja. Ja, das ist schon die Vorhölle. Ich schwitze mich hier gerade echt. Ich klebe am Stuhl. Ist echt nicht mehr schön. Jetzt haben wir das. Geil, wa? Ja, das ist ein Traum. Nero, sieh mal da oben drüben. Warum glaubst du, lungern diese Schützenwichte dort so herum? Komm, fragen wir sie und finden es heraus. Okay. Oh, Killer greift mich schon wieder an. So. So ein Problem habe ich zum Glück nicht. Ja, sei froh. Sei froh. Fateless. Herum, ein Mensch nähert sich und zur rechten Zeit er kommt. Schützenwichte, wir sind. Grüngesichtige Gorillas, Wächter der Wildnis und Hüter der Haine, so wir sind. Aber in letzter Zeit zu den Kindern Hagons mehr und mehr meiner Krieger übergelaufen sind, der dunkle Seite sich zugewandt sie haben. Der Wald, den zu schützen sie geschworen haben, sie jetzt zerstören. Yoda, der grüne Wicht. Der dunklen Seite, ich verstehe schon. Lieben. Hä, hast du es nicht mitbekommen? Ich habe es im letzten Stream gemacht, weil die anderen das nicht aufgehört haben zu fragen mit dem... Command. Ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Standhaft wie Schützenwichte bleiben, doch nicht so standhaft die Bogenwichte waren. Und nicht zulassen, wir können, dass hier sie bleiben. Mein Gott. Headless Community. Ich bin schuld. Ja, ich muss den Cooldown nur noch runterdrehen, weil pro Minute kann man...
pro Person. Also wenn du jetzt gemacht hast, dann kannst du in der nächsten Minute erst wieder machen. Das muss ich noch umstellen. Deine Hilfe wir brauchen, die Bogenwichtverräter besiegen, du musst und dann ein Geschenk dir ich gebe. Etwas Wunderbares, das ein Wald kann erschaffen. Unseren Wald, diese lila gesichtigen Verräter heimsuchen. 10 von ihnen besiegen, du musst. 10 Stück? Okay. Da sind die lila. Stück. Jetzt wollte ich noch 3. Wo sind die? Mein Kumbrand ist bei besser und originales. Aha. Aha. Hey, ich muss ja jetzt fertig sein. Aber wie gesagt, im Command, die 2 Commands muss ich nochmal die Cooldown runterdrehen. Ein bisschen. Meine Minute ist vielleicht doch ein bisschen viel. Gar nicht so mitbekommen, was... Ich weiß, dass du woanders jetzt bist, aber ich habe gar nicht mitbekommen, was genau wohin. Mit Feuer. Gut gekämpft, Mensch. Garstige Gesellen, sie waren. Diese Bogenwichte. Darauf aus, den Wald zu zerstören, aber aufgehalten, du sie hast. Dein Geheimnis, ich kenne, ein Erbauer, du bist, nicht wahr? Ein Geschenk erwähnt, ich habe. Hier. Danke. Eicheln. Eicheln es sind, im gesunden Boden du sie pflanzen solltest, dann daraus ein großer Baum erwachsen wird. Pflanze genug, dann ist schon bald ein Wald du haben wirst. Ah, und ein Wald anpflanzen, du musst, Erbauer, Wiesen voller Gras auch. Den Kindern Hagons nicht nachgeben, wir dürfen. An die Allianz denken, du musst, ein uralter Pakt zwischen euch Menschen, uns Schützenwichten und den satten Ratten. Noch viel zu sagen ich habe, junger Erbauer, aber schon lange ich gesprochen habe. Wenn nach mehr Wissen es dich dürstet, wenn nach meinen Geschichten du hungerst, dann sprich erneut mit mir. Er hat Eicheln gesagt. Wow! Das Niveau sinkt wieder! Hurra! Ach, warte, was für ein Niveau? Du machst mich hier danach! Bist du danach? Das ist Killer, bist du noch zu stolz drauf? Wolltest du mit galaktischer Kies auf ein Niveau sein? Ja, dann hast du es ja gerade geschafft. Nein, ich will mal eine Sache für mich. Die Niveaulosigkeit? Also die Sache hast du für dich allein. Wow. Ja, ich muss auch mal fies sein. Du warst auch fies. Du hast mich wieder sprachlos gemacht. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich sprachlos werde. Dann bin ich niveaulos. Nein. Nein. Wenn es niveaulos wird, dann ziehen alle an einem Strang. Das ist eine Teamarbeit. Das ist eine Teamarbeit. Ich mache da auch oft mit. Ja.
Doch, du hast diese Fäkalgeschichte. Ja, deshalb Killer. Ganz allein für sich. Und ich muss da leider auch noch dann oft lachen, auch wenn es eklig ist, aber... Ja, das stimmt, das hat er für sich. Ich glaube, ich baue jetzt auch wieder. Mach das. Meine Haut ist aber viel trockener als deine. Was? Muss ich wissen, um was es geht? Ich habe schon Stärke 10 Maximum. Wow. Wie lange hänge ich schon auf dieser Insel hier herum? Anscheinend zu lange. Wie wehrlos. Au, au, au. Nicht lachen, nicht lachen. Weil wegen der trockenen Haut in so lang ist. Oh ja, Nero, was riecht denn da? Hast du etwa eine Eichel gefunden? Ja, riecht nach Nuss. Wenn du eine Eiche in gesunden Boden pflanzt, dann wächst da später ein gesunder Baum draus. So kann man die Insel auch schön begrünen, nicht? Wenn du mich fragst, dann sind Eicheln fast so doll wie Wurmfutter, wenn es ums Aufziehen von Grünzeug geht. Also leg los und füll diesen Hof mit Bäumen. Steck einfach eine Eiche in guten Boden, um einen Baum anzupflanzen, aber die brauchen ewig, bis sie voll auswachsen. Magst, wenn sie leidet? Ja, toll. Wenn du keine Lust auf Warten hast, kannst du auch Dünger verwenden, bevor du deine Eichel einpflanzt. Dann schießt dein Baum sofort in die Höhe. Aua, aua. Warum? Diese Zweideutigkeiten im Kopf. Hilfried. Okay. Ich habe mitbekommen, wie du über das Anpflanzen von Bäumen gesprochen hast und wollte nur sagen, dass ich das für eine herrliche Idee halte. Aber wenn wir uns schon die Mühe machen, ein Wäldchen zu pflanzen, warum sollten wir es dann dabei belassen? Ich will auch mit ihnen spielen können. Oh ja, das ist eine feine Idee. Lassen wir einen tollen großen Baum wachsen und lassen wir dann was daran baumeln, womit sich spielen lässt. Nicht lachen. Hier will ich nicht zu lachen. Oh, eine Schaukel, geil. Bälle. Ja, genau deswegen. Baum, warte mal. Zack. Und hier die Eicheln da. Eigentlich wäre es cool, wenn hier so ein Baum einfach wäre. Ich hätte es vorher reinmachen müssen. Ja. Das soll's. Mal gucken, ob hier wirklich ein Baum wächst. Das wäre cool. Spaßbommel. Mhm, genau den. Aua. Ich darf echt nicht lachen. Das ist scheiße mit Muskelkater. Boah, wie die Tiere. Wie die Tiere. Du bist in den Grünfeldsumpf gelaufen, um diese Kürbissamen zu finden, Nero. Es wäre wirklich eine Schande, sie nicht alle anzupflanzen. Hm. Ja, Nero, du hast gut daran getan, diese Kürbissamen zu beschaffen. Die Kinder Hagens versuchen schon seit langem, sie zu finden und zu vernichten. Wenn du sie anpflanzt, sind wir der Vervollständigung des Gottesgewächs einen Schritt näher. Deine harte Arbeit wird Gemüse einbringen und Früchte tragen. Du hast den Pastor gehört, Nero. Lass uns diese Kürbissamen anpflanzen. Ich will sehen, wie sie keimen. Ja, okay. Dann tun wir dies.
Diese Geräusche einfach. So. Ja, der Samen ist gekeimt. Wir haben eine kleine Kürbispflanze gezogen. Ich habe so viel über Kürbisse gehört. Angeblich sind sie sehr lecker, wenn sie gegrillt werden und zudem auch noch sind sie zudem auch noch gesund. Ich kann es kaum erwarten, eine zu probieren. Ich bin heute hinter einer hergefahren, als Kennzeichen hat. Oh, wow. Mein Kommentar ist aber ein kleiner. Er musste dreimal schauen, was ich... Wow. Scheiße. Hallo. Toll. Schon bald wird das Gottesgewächs wieder völlig erstarkt sein. Aber ich bin nicht sicher, was danach passiert. Ich habe erst Tag und Nacht studiert, um seine Geheimnisse zu enträtseln. Wo wir gerade von Geheimnissen reden, der Geist auf dem Friedhof erwähnt etwas Merkwürdiges. Er sagte, dass vor langer Zeit ein Bauer auf der Insel wohnte. Er war es wohl, der sie in eine Utopie verwandelte. Aber wenn das stimmt, wann haben alle angefangen zu glauben, dass Erbauer nur Verwüstung und Verzweiflung verbreiten? Wenn du mich fragst, dann steckt nicht nur das Gottesgewächs voller Geheimnisse. Diese Geschichte von dem Erbauer ist zu... Ja. Belis. Also, wann willst du die Tomatensamen denn anpflanzen, die du so tapfer aus dem Sumpf geholt hast? Ah, die Tomate, meine einzige Schwäche. Ich habe noch nie so etwas wie eine Tomate gesehen, also kann ich dir beim Anbau nicht weiterhelfen. Ich empfehle, das zu probieren, was du im Grünsumpf erfahren hast. Haben wir ja schon gemacht. Mhm. Momentchen mal, Pastor. Ich dachte, dass du alles über das Anbauen von Pflanzen und so weißt. Ich fange langsam an zu glauben, dass du gar nicht so allwissend bist, wie du vorgibst. Hast du dir überhaupt verdient, diese Draco-Robe zu tragen? Schweig, Sterblicher! Wann habe ich jemals etwas Falsches behauptet? Ich habe lediglich angegeben, fast alles zu wissen. Wunderlütchen, hab Gnade, Pastor Orl. Bitte, ich hab's nicht so gemeint. Aua. Also Nero, der Ork, den du im Sumpf getroffen hast, hat dir beigebracht, wie man Pflanzenstäbe benutzt, ja? Ich hab schon alles fertig. Eine saftige Tomate wäre richtig fein und geht kacken. Wir gehen jetzt alle kacken. Ja, Klackele. Ich werde auf Discord und Twitter so oder so Bilder posten, dass man die allgemeinen sieht. Aber ich muss erst die Fahrt überleben. Ja, ich pack Bilder in den Discord, mache ich. Da habe ich kein Problem mit. Und ich werde sein Aufwachsen auch sehr, sehr genau aufnehmen und fotografieren und filmen. Weil das konnte ich damals mit unserem ersten Hund nicht machen, weil ich da überhaupt nicht so die Technik für hatte. Ich hatte auch nicht wirklich ein Handy, was das so hingekriegt hat. Da war ich noch halb jünger. Ja. Deswegen, das bedauere ich sehr bei unserem ersten Hund, dass ich da, als wo er so klein war, nicht so viele Bilder habe. Wir haben wirklich sehr wenig Bilder. Gibt es ja in meinem Stream eine Zusatz-Doggy-Cam? Da müsste er in mein Zimmer sein. Ich bin da oben. Ich glaube, der wird mehr unten sein. Ist auch bei der Hitze besser. Weil hier oben würde er eingehen. Das möchte ich dem Hund nicht zumuten. Schlaf schön, Selina. Danke, dass du da warst. Träume Schönes. Wer mag Steelboxen? Ich mag sowas. Also wenn möglich, sammle ich sowas immer. Also wenn man es dazu kaufen kann. Eine WLAN-Cam habe ich nicht. Sowas Cooles besitze ich nicht. Eine WLAN-Cam? Was? Nee, sowas habe ich nicht. Was ich machen könnte, ist, dass ich den Hund mal einfach, wenn ich streame, hier mit nach oben mal bringe und dann den in die Cam zeige. Alte.
Der ist aber auf jeden Fall schon voll groß geworden. Also der ist schon echt... Woche zu Woche wird er immer größer. Die wachsen halt sehr schnell. Der ist schon echt groß geworden. Und der ist jetzt 8 Wochen. Das ist schon ein kleiner Scheißer, ne? Brüste? Was ist das? Was? Was darf ich mir jetzt darunter verstehen? Ich sammle die auch, gab es für Wolf wahrscheinlich irgendwas. Ja, sowas finde ich ganz cool. Ich mag sowas auch. Sehen. Wie soll ich dir jetzt zeigen, wie die keimen? Habe ich überhaupt noch Tomatensamen? Nee, ne? Ah, doch, jetzt hat es. Die Tomatensamen sind gekeimt, das ist echt klasse. Sobald diese Keime ausgewachsen sind, tragen sie Früchte, knallrote Pralle und saftige Tomaten. Der Geschmack einer frisch gepflückten Tomate ist einfach fabelhaft. Ich hoffe, du hast unser Versprechen nicht vergessen, Nero. Sobald wir mit dem Wiederaufbau von Grünfeldbauernhof fertig sind, halten wir ein Erntefest. Bei dem Fest früher haben sich wohl alle echt schick gemacht und bis zum Morgengrauen getanzt. Ich hörte, die Kostüme waren echt der Knaller. Also, kitzelt. Ich habe meine ersten Selfies so mit Brieftauben verschickt. Sieht sowas von geil aus. Ah, oh, das glaube ich dir. Glaube ich dir. Ich finde meine Steelbox von Nier Automata finde ich sehr geil. Die ist richtig schön geworden. Aber das Nokia hatte doch keine Kamera. Würdest du denn Bilder machen? Ich hatte kein Nokia. Ich habe sogar das Handy noch, was ich besessen habe. Das war ein Sony Ericsson. Also ich weiß die Zahl nicht mehr. Halt auch so ein viereckiger halber Kasten. Macht wirklich Spaß, sich diese haarsträubenden, schaurigen Kostüme vorzustellen, oder? Moment mal, Nero, guck mich nicht so an. Ich hab nichts Unanständiges vorgestellt, oder Pastor Orl? Zieh mich da nicht mit hinein, du schlüpfriger Schmutzfink. Ich habe keinen Einblick und kein Interesse an deine frivolen Fantasien. Nun, sei es drum. Na los, Nero, pflanze viele Tomaten an und bereite uns auf das Erntefest vor. Ja. Die Steelbox aus. Ja, die ist schön. Die ist schick, ja. Die finde ich cool. Aber Steelbox sind echt geil. Wenn möglich, hole ich mir sowas auch immer. Hab den Link im Discord geschickt. Ein Link zu was denn? Gucke ich dann nach dem Stream gleich. Weil ich höre jetzt eh gleich auf. Mal jetzt noch hier diese paar Aufgaben, mit die quatschen. Mächtige Metzeldiener, Nero, der Grünfeldbauernhof sieht besser aus als je zuvor. Das lang erwartete Erntefest drückt näher. Das bringt mich zu meiner Bitte, obwohl du dir sicher bereits ausmalen kannst, worum es gehen könnte. Genauso ist es, mein Junge. Läute für mich die Glocke des Erbauens, damit unsere Baufähigkeiten in den Himmel schießen und noch mehr Arbeitswillige auf den Hof kommen. Mhm. Irgendwas sagt mir, dass das nächste Glockenläuten so etwas wie eine erbauerische Renaissance auslösen wird. Frag mich nicht warum, ich habe es einfach im Gefühl. Also Nero, deine Mission ist klar. Ja, ja. Hä? Die Aufgabe hat mir schon längst erfüllt. Wow. Ich für meinen Teil bin von einem unkontrollierbaren Drang zu bauen erfüllt. Ich muss einfach etwas erschaffen. Hoffentlich können wir diesen Drang konstruktiv zum Einsatz bringen. In jedem Fall bin ich gespannt auf die Gelegenheit, die sich dazu bieten werden.
Wieso kann man links hier schicken? Eigentlich kann man hier keine links schicken. Deswegen, ich bin gerade verwirrt. Eigentlich geht das gar nicht. Ja, Nani. Ich will auch Nani machen. Hui. Ich bin Gott. Cheater. Ja, ohne Scheiß. Eigentlich geht das gar nicht. Eigentlich meldet sich sonst der Bot und löscht das. Deswegen, ich bin verwundert. Übrigens, Nero, hast du dir schon Gedanken über die Angelegenheit gemacht, über die wir neulich gesprochen haben? Ich rede natürlich davon, wer unser Bürgermeister werden soll. Du stimmst doch sicher zu, dass ich genau der richtige Bart, den richtigen Bart dazu habe. Ich kenne diesen geheimnisvollen Lächeln auf deinen Lippen, junger Mann. Du stimmst meiner Ernennung also zu? Nein, definitiv nicht. Pastor Orl. Jeder Anführer, dem es sich zu folgen lohnt, wird nicht aufgrund seines buschigen Bartes gewählt, sondern von denen, die er anführen soll. Ich schlage vor, du nimmst dir etwas Zeit, um darüber nachzudenken und zu überlegen, ob deine Herangehensweise richtig ist. Aber ich werde nicht aufgeben. Nero, du kannst dir sicher sein, dass ich alles Nötige tun werde, um der beste Bürgermeister zu werden, den dieser Ort sich wünschen kann. Nee, das, was gerade gelöscht wurde, das war... Achso, wegen... Das triggert... Ja, das war der andere Bot. Der eine Bot ist für die Links eigentlich zuständig und der andere Bot, der dich jetzt gerade gelöscht hat, das... der reagiert immer. Der macht immer mit. Wow. Ja, meine Bots sind komisch. Sehr merkwürdig. Boah, was wollt ihr denn alle von mir?